Bruder, was geht? Stell dich mal vor. Ich bin Marlon, ja, ich komme aus... Marlon! Oh mein Gott, das klingt wie so ein Endgegner von Gucci Potter. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, morgen Halloween und perfekt zur Einstimmung heute eine Reaction auf Gucci Potter. Was ist der Gucci Potter ohne seine... Er hat mich darauf hingewiesen, dass es ein altes Video von ihm gibt, also alt paar Monate, das wir noch nicht gesehen haben, wurde vor 2 Monaten von einem kleineren YouTuber namens Hyped Sabri hochgeladen, ein Wie-viel-ist-dein-Outfit-Wert-Video. Und da Leon aktuell einen auf Lord Voldemort macht und nicht mehr möchte, dass Gucci Potter in seinen Videos auftaucht, weil er zu oft bei Mahan schon war, müssen wir uns das natürlich ansehen. Wir müssen weiter die Karriere von Gucci Potter wie der Feuerblitz unter seinem Arsch vorantreiben und natürlich auf dieses Video reagieren. Wer gerne Reactions von mir sieht, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber momentan gibt es 2-mal täglich Reactions von mir auf meinem Zweitkanal Maximilian in der Infobox verlinkt. Also schaut auf alle Fälle rein. Wo man auch reinschauen sollte, beziehungsweise was man nicht außer Augen lassen sollte, ist der Comment Drop. Ich trage da jetzt gerade unseren Liberty and Justice Hoodie von M&M, der Mitte November kommt. Also es bleibt auf alle Fälle gespannt. Bald geht's los und für alle Ehrenmänner, die vorbestellt haben, die bekommen das natürlich vorab, vor offiziellen Release. Also freut euch darauf. Eins vielleicht noch, Freunde, schaut auf Instagram vorbei. Da gibt es nämlich natürlich auch immer wieder die neuesten Informationen, was den Job der Modemarke angeht. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger schwafeln. Schauen wir direkt rein in das Video von Hyped Sabri. Gucci Potter, wie viel ist dein Outfit wert? Let's go. 4 Minuten geht das. Okay. Psst. Dann muss ich aber viel labern, damit wir auf die 10 Minuten kommen. So. Here we go. Nimm's auf. Okay, yo Leute, was... Oh, gleich mal im Peso-Flex unterwegs. Geht ab auf jeden Fall. Zum ersten Video auf meinem Kanal nach gefühlt 20 Jahren oder so. Ich habe euch allen immer versprochen. Und dann gleich mal mit Gucci Potter, sehr gut. Irgendwann kommt, wie viel Outfit wert. Irgendwann kommt, wie viel Outfit wert. Irgendwann kommt, wie viel Outfit wert. Aber... Ja, ich komme direkt gerade so vor wie Gucci Potter oder Harry Potter, als hätte ich die Brille nicht auf bei dem Autofokus. Hat sich leider nichts getan. 6 Monate auf meinem Kanal, war leider tot. Aber jetzt, wie versprochen, das erste, wie viel Outfit wert auf meinem Kanal. Auf jeden Fall, wir hatten krasse Outfits dabei. Wir hatten eine Person, die etwas bekannter ist. Also ich will jetzt nicht spoilern. Seht ihr gleich auf jeden Fall. Er will nicht spoilern. Hauptsache im Thumbnail und im Titel eh schon fett drin. Ich würde sagen, komm, das Video beginnt einfach jetzt. So, Digga, wer bist du? Oh, Gucci Potter, da ist er schon. Aber die Kameraqualität ganz schlimm. Ich bin der Gucci Potter. Viele werden ihn auch bestimmt kennen, oder? Ja. Uff, gleich mal mit der Gucci-Hose. Er macht seinem Namen wieder alle Ehren. Sollten. Weißt du, was wir schon heute drehen, Bruder? Nein. Ich finde es immer noch so witzig, dass er bei diesem Format Fame for Pain mitgemacht hat. Das ist auf meinem Reaction-Kanal auch extrem eskaliert, dieses Video. Ich habe mein Leben einfach nicht gepackt, wo der auf die Fresse bekommen hat. Ich glaube, wir machen eine Straßenumfrage. Hast recht, Digga. Was ist deine Meinung zu Fashion? Meine Meinung zu Fashion ist total überbewertet. Nein, Spaß, Bruder, wir machen Ja, das stimmt. Dieser Outfit-Wert, let's go. Oh, wir fangen direkt mit deinen Schuhen einfach an, ohne groß zu reden, wir fangen an. Okay, meine Schuhe, das sind die Louboutins. Wie hast du dafür gezahlt? Uff, gar nicht mein Fall. Aber wenigstens, er geht nicht mit dem Mainstream, sondern trägt auch mal Schuhe, die sonst keiner hat. Ja, weiß nicht, so mehr als 2 Euro auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Okay, wilde Witze und Jokes da wieder unterwegs. Klare Antwort. Machen wir irgendwie 100 Euro draus. Die Hose, ne, machen wir weiter bei der Hose? Ja, Hose. Die Hose, keine Ahnung, Gucci, Gucci-Jogginghose. 10er? Ich glaube. Ja, und Valentino-Shirt? Ich glaube so 85 Euro. What the fuck, was? Okay, kein ernst gemeintes Video anscheinend. 85, alles klar, Digga. Dein T-Shirt. Ja, ich frage mich jetzt halt, ob der ein ernstzunehmendes, wie viel ist dein Outfit wert, Video drehen wollte und jetzt einfach drauf kackt und einfach mit dem Flow von Gucci Potter geht auf dieser Joke-Basis oder ob das gesamt ein Joke sein soll. Bruder, mein T-Shirt. Für was steht das V? Für... Ach, mir fällt kein Joke an. Weiß nicht, Valentino. Ihm aber auch nicht. Kino, ja. Wie viel hast du für den geblecht? Schreibt in die Kommentare irgendeinen Gucci Potter oder Harry Potter Insider mit V. Ja, da ein bisschen mehr sogar. Da 320. Digga, Hose 10, Schuhe 2 Euro haben wir gesagt. Und ja. Digga, T-Shirt schon 320. Oha, ja. Was geht denn hier ab? Und die Jacke, da. Ja, die Jacke, boah, wie viel habe ich denn dafür bezahlt? Der Fokus, ganz schlimm. Zahlt. Ich glaube, das waren irgendwie um die 200 oder 100 Euro. Machen wir einfach. Ach,
okay. Ach, jetzt weiß ich, warum er das Video hätte mal spritzen auch können. Komm mal 60 draus. Komm, machen wir einfach 60. What the fuck? Digga, easy. Deine Brille. Meine Brille, das ist irgendeine eine Brille von Vielmann. Keine Ahnung, Kastenkill. Ja, okay, aber da ist gar kein Klebeband drauf. Kastenbrille, 10 Euro. Ja? Ja. Digga, stabiles Outfit. Danke, dass du mitgemacht hast, bitte. Bruder. Das war's jetzt, oder wie? Krankes Outfit, ja. Preis sich eingeblendet. Danke dir auf jeden Fall. Ah, da ist der Preis, okay. Ja, Freunde, da ist er. Ma, okay, Joke. Ja, willst du noch was sagen, dein Insta oder so? Ja, folgt mir mal bitte alle auf Instagram, ich brauche da ein bisschen, ja. Leon_Moldenhauer. Ein paar Abonnenten. Ja. Und ja, YouTube, wie gesagt, checkt mein Video ab. Das findet ihr bestimmt irgendwie in der Videobeschreibung. Was? Na, da gibt's nicht mal eine Videobeschreibung. Sehr gut, Alp Zabri, auf jeden Fall mal gegönnt, oder? In der Videobeschreibung verlinkt, ich gönn dir die Werbung, Bruder. Ja, extrem, Ehrenmann. Ehrenmann. Auf jeden, Digga. Jo, Bruder, was geht ab? Stell dich mal vor, wie heißt du, Digga? Momo, 17 Jahre alt. Wie heißt du? Momo, 17 Jahre alt. Wilder Name, hab ich so noch nicht gehört. Und ja. Weißt du, was wir heute drehen? Ja, wie viel ist dein Outfit wert? Also, er weiß schon Bescheid, also ich würde sagen, wir starten direkt mit deinen Schuhen, let's go. Schuhe, Jordan 1er, UNC Patent, Blue Chill kann man die auch. Ja, ich bin halt, wie gesagt, nicht so der Jordan 1er Fan. Also den Schuh selber finde ich nice und an anderen finde ich es auch cool, aber jedes Mal, wenn ich den anziehe, komme ich mir so vor, als wäre ich ein Kind. Sieht an mir einfach kindlich aus irgendwie. Nein. Ja. Wo hast du die gekauft und wie viel hast du für die geblecht, Bruder? Also vom Internet, StockX. Nice, geblecht sagt man auch in Deutschland. Okay, immer noch, das ist so klassisch österreichisch. 628 Euro. Harter Preis, Digga, oder? 628 Euro. Jetzt schon teurer als Gucci Potters Fit. Ehrlich hart, aber die sind gerade bei 819. Deshalb, man kann die auch später verkaufen auf den. Ja, safe um 819, wenn du sie jetzt schon zu Tode trägst. Hast recht, Digga. Ich glaube auch, dass die noch steigen werden, Digga. Easy. Okay, komm, Digga. Wie viel hast du für deine Hose gezahlt? Hose, Zara 50er. Ja, da wird sich Leon freuen. Ist die auch bequem? 50er, okay, fresh, Digga. Deine Jacke, Bruder, die sieht fresh aus. Jacke, apropos, 600 Euro, aber habt ihr... Ist das Jack and Jones? Von Gucci Potter ausgeliehen, kurz für das Video. Nein! Ehrenmann, nur damit er den Preis nach oben drücken kann. Ehrenmann, auf jeden Fall Grüße an Gucci Potter. Der war eh gerade im Video. Bruder, hol mal raus dein T-Shirt. T-Shirt Jack and Jones, 20 Euro. Okay, stabil, Digga. Endbetrag wird hier unten eingeblendet. Danke nochmal, dass du mitgemacht hast. 1489 Euro. Dank Gucci Potters Jacke. Das, Bruder. Willst du noch was in die Kamera sagen? Ja, liked alle das Video. Dings, teilt das und ja, kommentiert auch. Sehr gut. Outro erledigt. Ehrenmann, ihr habt gehört, was ihr zu tun habt. Okay. Bruder, was geht? Stell dich mal vor. Ich bin Marlon, ja, ich komme aus... Marlon! Oh mein Gott, das klingt wie so ein Endgegner von Gucci Potter. Stuttgart. Okay. Gucci Potter und die Kammer des Marlon. Wie alt bist du, Bruder? Ich bin 16. 16, okay. Weißt du, was wir heute drehen? Ich kann es mir denken, wie viel sein Outfit wird. Genau, also ich würde sagen, wir starten direkt mit deinen Schuhen. Let's go. Ja, Bro. Ah, okay. Ja, ich habe das Ding halt abgemacht. Don't know, ich fühl das einfach nicht. Das ist mir way too much. Boah, Travis... Air Force, ich habe 450 gezahlt. 450? Wo hast du die gekauft? Das ist aber ein stabiler Preis eigentlich. Die sind um einiges teurer geworden. Also jetzt sind es wieder gesunken. Ich glaube, jetzt sind es bei 600 oder so. Resale, bei einem Kumpel so. Achso, bei deinen Kollegen? Ja. Okay, stabil. Deswegen habe ich einen guten Preis bekommen. Ja, Mann, die sehen auf jeden Fall nice aus. Die will ich mir auch demnächst eventuell holen. Ja, aber die sind anders nice. Auf Machen angelehnt, kurz. Und deine Shorts, wie viel hat deine Shorts gekostet und woher, Bruder? Ich glaube, okay. Bauen M 20 Euro oder so. Ja, nicht so mein Fall, die Hose, aber Basic kann man machen. Da war es noch deutlich wärmer anscheinend. 20 Euro. Ja, stabil, Bruder. Und dein T-Shirt? Ich habe es von der Kooperation, aber ich schätze so, ich glaube, es war 35, 40, sowas hat es gekostet. Ich weiß nicht ganz genau. Ja, Ärmel könnte man schon noch etwas länger machen. 30, 40, okay, Digga. Hast du noch etwas zum Zeigen oder so? Nein, Digga, absolut nicht. Absolut nichts, okay. Preis hier irgendwo eingeblendet. 510 Euro. Auf jeden Fall stabile Schuhe, Digga. Danke. Gefallen mir sehr. Nein, sind auch anders, Bro. Danke, Bruder. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Easy, Digga. Warte. Was jetzt? Was? Das war's? Okay.
Okay, okay. Ja, Freunde, kurzer Dive in ein weiteres Gucci Potter Video. Also ganz ehrlich, bei dem Content hätten wir uns das auch sparen können, aber schadet ja nichts für eine Freitag-Reaction. Wie gesagt, Freunde, mehr Reactions gibt es natürlich unten in der Infobox. 2 Reactions täglich. Also auf alle Fälle reinschauen und nicht vergessen, bald, Freunde, der offizielle Drop der neuen Kollektion von MEM Liberty and Justice. Bleibt auf alle Fälle dran und wie gesagt, vorbeischauen auf memvienna.com. Da sieht man die Produkte jetzt schon mal und könnt euch schon mal ein Ding aussuchen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video trotz des strangen Contents gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wer das cringigste Outfit heute anhatte. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit einem Kleiderschrank-Update, liebe Leute. Nach dem Einbruch habe ich doch das ein oder andere Piece gekauft und hier nochmal den Stand aufgestockt. Also bleibt auf alle Fälle am Sonntag am Start. Das war's von mir, euer Maximilian.